Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. In der letzten Folge haben wir einmal Dorna, genau Dorna konnten wir gefangen nehmen und sie auch gleich rekrutieren. Dann hatten wir noch die Hitzewelle, da sind ein paar Leute ausgerastet, haben sich so ein bisschen zusammengeschlagen. Und ja, die Kartoffeln werden jetzt auch langsam fertig. Ich glaube, wir haben sogar ja die ersten einfachen Mahlzeiten in der letzten Folge gekocht. Sieht jetzt auch besser aus. Der Kühlschrank ist auch schon fertig, den Batterieraum haben wir auch schon fertig gemacht. Und ja, wir müssen halt jetzt gucken, dass wir noch Mushinto irgendwie rekrutieren, aber sieht auch ganz gut aus bei ihm. 74 Schwierigkeit kriegen wir auf jeden Fall hin und dann wollen wir mal gucken, dass wir in dieser Folge mal ja ein paar Steinblöcke herstellen und dann die ersten Wohnungen bauen. Ich gucke jetzt gerade mal, was wir so haben. Sandstein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal nur alles aus Sandstein. So. Ja, machen wir das mal so. Dann bauen wir ein paar Sandsteinwohnungen. Hier haben wir noch ein paar Bauteile. Sehr gut. Können wir immer gebrauchen. Die Kartoffeln sind auch bald fertig. So, was haben wir noch? Brooke hat schlechte Laune. Oh, du bist krank. Bist aber immun geworden. Du hast ein bisschen Nahrungsmittelmangel. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen noch drauf achten. Es ist noch auch ziemlich warm außen. Im Winter. Ich bin mal gespannt, wie das im Sommer wird. 40, 50 Grad vielleicht. Also wie gesagt, wir müssen die Wohnungen auf jeden Fall fertig bauen. Oder überhaupt mal welche bauen. Und dann versuchen, Kühlung reinzusetzen. Weil ansonsten wird es wahrscheinlich wieder nichts. Aber ich hoffe halt erstmal, dass jetzt hier die Kartoffeln demnächst fertig sind. Dass noch ein bisschen gekocht wird. Da brauchen wir jetzt erstmal kein Krankenbett mehr draus zu machen. Und ich glaube, Pipi geht's... Oh, naja. Hat auch ein bisschen Hunger. So, Kolonisten hatten alle ein bisschen Nahrungsmangel. Sehr hungrig. Na! Och, nee. 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 Nee, was denn jetzt? Eine mysteriöse Freundin ist... befällt und zerstört deine Pflanzen. Und noch ein verrücktes Tier, ein Riesenskarabäus. Ja, solange es nur einer ist, ist es nicht so schlimm. Aber den sollten wir auch gleich mal gucken, dass wir den erschießen. Ach, das war jetzt... Ach, das stört mich jetzt schon ein bisschen. Wo ist eigentlich unsere Pistole? Ich sag nicht, dass die da noch hinten liegt. Hier liegt der Knüppel. Diesen Riesenskarabäus können wir auch mal mitnehmen. Was sind die Pistole? Doch, die liegt da hinten natürlich noch. Ach Mensch, jetzt haben wir nur das Überlebensgewehr. Dann schicken wir einfach mal Brooke am besten da hinten hin. Die soll sich doch mal gleich darum kümmern und die Pistole ausrüsten. Ja, müssen wir den Riesenskarabäus halt irgendwie mit dem Überlebensgewehr erschießen. Trumbus! Boah, das ist natürlich mega geil. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, das zu erschießen. Es bleibt auch nicht lange da, das ist halt auch ein bisschen schade. So, wie machen wir das jetzt? Gehen wir in den Nahkampfangriff? Ich glaube, wir müssen sogar. Machen wir es einfach mal. Jawohl, gut, hat geklappt. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal noch eine kurze Schlachtplatte. Ein Schlachttisch aus... Ja, müssen wir aus Stahl machen, haben wir ja nichts anderes. Machen wir es mal hier hin. Ja, die Bäume sind natürlich auch alle weg. Mensch. Ach, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Jetzt haben wir schon wieder so wenig Nahrungsmittel. Also die... Psychisch, ein starker Schmerz hat im Kopf deiner weiblichen Kolonisten. Eine weit entfernte Maschine des Hasses rührt sich. Sie sendet ein starkes psychisches Summen über die gesamte Region auf einer Frequenz, die scheinbar nur das weibliche Geschlecht erfasst. Naja, können wir jetzt nichts machen? Ja, jetzt essen die natürlich die rohen Kartoffeln. Das ist... Ah, dass halt auch die Bäume alle kaputt sind. Ach, wenigstens konnten wir Mushinto rekrutieren. Das ist, naja, der einzige Trost, den ich gerade sehe. So, Mushinto, ja, lass mir dich einfach auch mal alles machen. Ja, Jäger kannst du von mir aus auch sein.
Ja, ein paar Kartoffeln haben wir jetzt doch noch hier rausbekommen, aber es sind einfach viel zu wenige für das, was wir eigentlich hätten bekommen können. Dann schlachten wir mal noch eine Kreatur, machen das für immer und dann können wir vielleicht noch. Können wir? Ich muss gerade mal gucken. Kochstufe 6 haben wir natürlich noch nicht, nee. Ich bin am Überlegen, wenn wir das Riesentrumbo oder das seltene Trumbo killen, kriegen wir natürlich eine Menge Fleisch raus. Aber es wird auf jeden Fall aggressiv und das Trumbo hält richtig viel aus. Ich hatte die eine Staffel, hatten wir, glaube ich, 4 Trumbos mal zwischendurch. Einfach nur in der. Die habe ich dann eingesperrt mit einer Holzwand. Ah, Donner ist natürlich jetzt auch sauer. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen problematisch. Gehen wir mal drauf auf Dorna. Also da hatte ich dann 4 Trumbos, die ich eingesperrt habe in einer Holzwand und habe sie dann versucht zu zähmen, aber es hat ewig gedauert. Ich glaube, ich hatte nur ein Glück gehabt, dass ich eins gezähmt bekommen habe. Man braucht, glaube ich, Stufe 15. So, ich würde mal sagen, dann machen wir hier mal ganz kurz ein Krankenbett raus. Haben wir noch Medizin? Nee, natürlich auch nicht mehr. Da Serxium hatte ich, glaube ich, noch nicht angebaut. Das müssten wir auch mal noch machen. Das würde ich dann sagen. Wo machen wir das denn dann hin? Ah, machen wir es mal. Machen wir es mal hier hin, würde ich sagen. Heilwurzel. So, den Stall können wir natürlich auch mitnehmen. Ja, noch eine Besuchergruppe, da könnten wir eigentlich auch mal gucken. Haben die was dabei? Medizin? Nicht wirklich was, was wir gebrauchen können. Schauen wir nochmal kurz auf die Karte, ob ich nicht doch irgendwie einfache bzw. Überlebensrationen übersehen habe. Den Stall hier können wir natürlich auch mal mitnehmen. Den hier oben auch. Also es liegt schon einiges noch auf der Karte, wo ich noch nicht mitgenommen habe. Den ganzen Stahl, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich glaube, die Lebensmittel habe ich soweit alle eingesammelt. Ja, ich glaube schon. Könnte eigentlich auch hier mal diesen Kaktus fällen. So vereinzelt haben wir ja ein paar Bäume. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht. Ich würde wirklich sagen, dass wir so den größten Teil aus Sandstein machen. Mit 220 kommen wir jetzt auch noch nicht wirklich weit. Aber ich glaube, wir sollten mal ein bisschen anfangen, irgendwo hier die Wohnung zu bauen. Ich würde sagen, könnten eigentlich auch den Leguan hier jagen. Das wäre auch nicht schlecht. Machen wir das mal. Mushinto, hast du eine Waffe? Nee. Wir geben dir mal die Pistole. So. Dann kannst du auf jeden Fall den Leguan da unten jagen. Ah, ich weiß nicht, ob wir das Trumbo versuchen sollten. Aber die Kartoffeln brauchen jetzt auch wieder eine halbe Ewigkeit. Die werden jetzt noch fertig. Das wird aber auch nicht viel sein. Aber wir lassen es einfach mal ein bisschen noch laufen. Mal schauen, was draus wird. Fangen wir einfach mal mit den Wohnungen an. Machen wir es auch aus Sandstein, die Betten. Ja, ich glaube, die sind groß genug, die Wohnung. Das reicht, denke ich. Ja, 3 kriegen wir. Nee, oder? Ja, müssen wir mal schauen, ob drei irgendwie passen. Schauen wir einfach mal hier noch Sandsteintüren. Also ich denke, vielleicht eine maximal komplett. Psychische Brummen hat aufgehört, gut. Ja. Noch 9 Skarabäusfleisch. Ja, das ist mir auch noch aufgefallen. Das muss ich mal ändern, dass wir hier keine Nahrungsmittel mehr reinsetzen und hier auch nicht. Dass sie wirklich alle hier in die Kühlung reingesetzt werden oder in den Kühlschrank. So. Hier ist noch ein riesen Skarabäus. Könnte den mal jemand schlachten?
Wo ist denn ein Koch von uns? Kimi, mach du das vielleicht mal. Kannst du nicht? Warum denn nicht? Ah, du bist... Ah, ist schon verrottet. Schade. Aber den Leguan, den können wir noch schlachten. Sehr gut. Mal gucken, wie viel wir da rauskriegen. 25. Naja, naja, naja. Könnte auf jeden Fall besser sein. Ach, was mache ich denn? Wir brauchen die Betten hier gar nicht zu bauen. Wir nehmen einfach die da oben und setzen die da unten rein. Na, Moment. So. Wir haben ja nämlich schon fertige Betten. Haben wir auch schon drei Kolonisten mit eigenen Räumen. So schnell geht's. Na, lass mir vielleicht die Betten schnell noch aufbauen. Sehr schön, sehr gut. Dann den zu den, den wir, machen wir die anderen zwei auch noch schnell weg. Setzen sie einfach da rein, dann sind wenigstens die Kolonisten, haben ein Dach über dem Kopf. Einmal hier, einmal ist dann hier und einmal nochmal hier. Ist dann halt zwar ein bisschen überfüllt, aber ach, das werden die schon überstehen. Den Stoff müssten wir aber auch irgendwo reinlegen. Den Stoff, wo setzen wir den denn hin? Ja, wobei, lassen wir doch hier eine Lagerzone und setzen hier den ganzen Stoff rein. Muss ich einmal mal gucken, wo der ist. Ist der nicht da? Bei Nahrung ist es ja nicht hergestellt, ist es ja auch nicht. Es müsste bei Rohstoffen dabei sein, aber ich bin gerade... Da ist es woanders. Bei Brocken ist es ja auch nicht. Nee, Körperteile, Kleidung. Bei Kleidung dürfte es auch nicht dabei sein. Unfertig. Nee. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen blind. Nee, bei Nahrung ist es nicht dabei. Nee, 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 nee. Wo ist denn der Stoff? Steinblöcke, Blastahl, Uranjade. Geistiger Zustand benommen, nicht so schlimm. Moment, Moment, ich mach mal kurz Pause. Das kann doch nicht sein, dass ich hier den Stoff jetzt nicht sehe. Textilien. Ach ja, genau, hier. Ah. Peinlich. So. Gut. Die Lampen könnte man theoretisch noch verbinden, aber das... Ja, ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht machen. Das ist wirklich... Die Nahrungsmittel sind so ein bisschen das Problem. Kartoffeln sind fast fertig. Können wir noch irgendwo was jagen? Mal gucken, ob es irgendwo noch ein paar Tiere gibt. Damit wir wenigstens noch so ein, zwei, drei Tage über die Runden kommen. Wenigstens mit ein bisschen Fleisch. Na. Irgendwo ist doch noch bestimmt ein Lebewesen. Ja, den Silber, das müssten wir eigentlich auch irgendwann mal reintransportieren. Die Medizin eigentlich auch. Das sollten wir vielleicht auch hier reinlegen. Medizin. Ja, hier. So. Na, da unten war noch eine Kreatur, aber die ist auch wieder weg. Ja, sieht schlecht aus. Ist das Trumbo noch da? Ich glaube, das ist auch schon wieder weg. Nee, es sieht nicht so nach aus, außer ich sehe jetzt keins. Naja. Bauen wir noch die anderen Wohnungen fertig. So. Ich würde sagen, wir bauen das dann so nach oben irgendwie. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus und ist auch für die Verteidigung relativ geschickt. So, ich glaube, das reicht dann. Dann können wir das als Krankenbett zum Beispiel benutzen. So, die installieren wir mal, die zwei, drei Betten nochmal.
Und setzen die halt hier drüben rein. So. Und nochmal hier. Und dann haben wir es, glaube ich, soweit schon. Na, die Kartoffeln wurden auch jetzt geerntet. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Warum haben die sich geprügelt? Die haben irgendwie Streit miteinander gerade gehabt. Hat Mushinto gekränkt. Das hat Mushinto zur Weißglut gebracht und er schlug zu. Ansonsten sieht es eigentlich nicht so schlecht aus. Plus 13. Mit Kimi, tiefgründige Gespräche, mit Waschbär. Naja. Könnte auf jeden Fall besser sein, aber es ist okay, denke ich. Ich würde halt sagen, wir ernten jetzt gleich die Kartoffeln, die hier fertig werden. So, die zum Beispiel. Ja, das habe ich nämlich befürchtet. Und wenn jetzt der nächste Angriff kommt, das könnte uns die Kolonie so ein bisschen ruinieren. Oleg, kannst du? Nein, bist du kein Forstwirt? Machen wir mal ein paar rein. Daya, kannst du? Du gehst spazieren. Ach, du bist. Ah, ja, du bist gerade gar nicht mehr anwesend. So, wir schneiden mal schnell die Kartoffeln, die schon fertig sind. Ja, Oleg, futter die einfach mal ganz kurz. Dann schneide mal den Rest hier noch. Dann haben wenigstens die Kolonisten kurzzeitig was zu essen. Ah, Ernte schlug fehl natürlich. So. Noch die anderen hier, das kriegen wir noch hin. Dann kannst du noch schnell reintragen. Und ja, komm, zwei, drei Mahlzeiten kannst du bestimmt. Nein, du kannst nicht kochen. Kimi, du kommst mal ganz kurz her. Du kochst ganz schnell mal fünf Mahlzeiten, kannst du ja machen. Ach, Sonneneruption natürlich. Naja, wenigstens haben jetzt die Kolonisten ein bisschen was zu essen gehabt. Die anderen Kartoffeln wachsen, glaube ich, immer noch ziemlich gut. Ja, also die Wachstumsrate ist eigentlich ziemlich gut. Das sollte eigentlich alles hinhauen. Ja, jetzt sind die Kartoffeln schon wieder alle weg. Schauen wir mal, was wir noch ein bisschen ernten können. Ja, eine hier. Das kann Brooke mal machen. Und der Rest dauert halt noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr so lang. Wohnung ist fast fertig. Sieht soweit ganz gut aus. Ich möchte auch mal jetzt den Boden mittlerweile mal kletten. Also, ich habe das auch noch nie gemacht, habe es aber demnächst gesehen. Also, ihr seht ja jetzt links unten ist die Laufgeschwindigkeit bei 93%. Und wenn man den Boden klettet, dann ist sie dann ein bisschen, also dann ist sie 100%. Deswegen kletten wir einfach mal hier den Boden. Das geht aber nur auf, ja, wo steht's? Auf Steinboden. Also von daher, wir könnten eigentlich den kompletten Boden hier auch kletten. Dann laufen die Kolonisten ein bisschen schneller. So, ich glaube, das ist ganz gut. Hier könnten wir natürlich auch noch kletten. Ja, machen wir es hier. Und ja, auch die Sachen sollte irgendjemand mal wieder anziehen. Können wir eigentlich die Kleidung. Textilien haben wir drin gehabt. Haben die Kleidungsstücke auch hier rein. So, ja, jetzt seht ihr, links unten ist die Laufgeschwindigkeit bei 100%. Also ist eigentlich schon ganz gut, dass man das auch mal macht. Aber wir ernten jetzt nochmal hier kurz ein paar Kartoffeln. Ja, esse gern. Hast du ja verdient, Mushinto. Nachdem du so geerntet hast, kannst du es auch gern essen. Ja, die essen jetzt alle die rohen Kartoffeln. Das wollte ich eigentlich nicht, aber passt schon. So, dann trag sie mal noch schnell rein. Und mal gucken, morgen früh kann ja jemand kochen. Machen wir hier vielleicht ein Krankenbett rein. Verrücktes Tier, würde ich sagen, das machen wir jetzt noch. Oh, der Leguan. Ah, jetzt haben wir natürlich die Waffen auf den Boden geschmissen. Haben wir die Pistole irgendwo noch? Nee.
Die liegt auch hier rum. Dann könnte sich Kimi mal die Pistole schnappen. Mach dich bereit, Kimi. Und wer kriegt denn das Überlebensgewehr? Na, Mushinto kriegt das Überlebensgewehr. Kimi, hau drauf. Gib dem Lego an Saurus, sehr schön. So, dann kriegst du mal noch das Überlebensgewehr. Die Hose müssen wir natürlich auch mitnehmen. So. Und ja, dann können sich eigentlich alle wieder so ein bisschen hinlegen. Und da hat jetzt die Musik einfach aufgehört zu spielen. Ich würde sagen, ja, lassen wir noch kurz laufen. Kimi sollten auf jeden Fall noch versorgen kurz. Na, furchtbare Laune, 6-mal. Nicht so rosig. Mushinto, hast du eigentlich überhaupt noch was an? Nee, du bist nackt. Ja, dann würde ich sagen, zieh dir doch mal das Hemd und die Hose hier an. So, dann fühlst du dich, glaube ich, schon ein bisschen wohler. Kimi ist noch verwundet. Geistiger Zustand benommen. Ja, ernten wir mal noch hier die Kartoffeln schnell. Wenigstens ein paar davon. Machst du das, Dorna? Nö. Müssen wir das manuell machen. So. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Haben auch eine Mahlzeit. Ja gut, Oleg verzehrt die gleich. Ah, jetzt ernten sie alle automatisch. Sehr schön. Okay. Gut, gut, gut. Ja, dann denke ich mal, dass wir für die nächste Folge ziemlich, ja, mehr als genug Kartoffeln haben. Und sich die Launen dann auch wieder so ein bisschen bessern, wenn wir nicht die ganze Zeit, ja, die Leute am Hungern haben. Vielleicht gucken wir noch, ob Daya vielleicht noch eine Hose bekommt. Ja. Nehmen wir die Hose hier und dann bedanke ich mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.